Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir sind hier in einem ganz neuen Spiel drinnen. Also das Spiel ist nicht neu, aber es ist für mich ganz neu. Ich habe das ganz zufälligerweise entdeckt, als ich so ein bisschen herumgestöbert habe im Play Store. Und irgendwie hat das Spiel für mich jetzt mal so gar nicht so schlecht ausgeschaut und irgendwie hat es mich interessiert und ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt einfach mal und ich schaue es mir selber natürlich auch an und vielleicht macht es ihr Spaß, vielleicht macht es euch Spaß und dann können wir das ja mal weiterspielen. Gut, wie gesagt, es ist auch für mich ganz neu, ich kenne mich gar nicht aus. Aber wir werden das schon gemeinsam hinbekommen. So, ich bin hier ein neuer Spieler. Okay, das ist jetzt mal alles in Englisch. Also sie freuen sich, dass ich eben hier bin. Und wir bekommen als erstes Pferd eine außergewöhnliche Stute. Und wir müssen ihr nur einen Namen geben. So, Iris gefällt mir mal gar nicht. So, wie sollen wir denn die erste Stute nennen? Wir könnten sie... wie nennen wir sie? Nennen wir sie einmal Glaze. Glaze. Noch was dazu? Glaze Shimmer. Glaze Shimmer. Glaze Shimmer. Warum nicht? Was Besseres ist mir nicht eingefallen. So. Okay, jetzt kommt es darauf an, wie wir uns einloggen wollen. Dann loggen wir uns hier einmal ein. Mein Username ist natürlich Ada Breezeflower. Haben wir hier schon. Mein Passwort. So, dann habe ich hier mal alle meine Daten eingetragen und wir können einmal starten. So, getting started, Riding Academy und Race. Learn the basic of controlling your horse, your entry into learning how to race within the game. Gut, ich würde sagen, wir starten einmal mit der Reitakademie und schauen uns das mal an. Okay, das schaut immer ganz interessant aus. Okay. So, first steps. Tap the speed up button to move forward. Okay. Habe ich da jetzt irgendwas? Was muss ich machen? Slow down. Okay, move forward to steer. Ah, okay, also das heißt, wir müssen jetzt dann hier... die Steuerung. Ah, okay. Hä? Ich bin schon wieder mal absolut lost. So. Okay, wir haben hier... Ah, also die Steuerung, Halleluja. Hä? Also die Steuerung finde ich super schwierig. Ich schaffe das... Ups. Ich kann's nicht. Was ist denn das für eine Steuerung? Okay. Return to finish. Wohin muss ich returnen?
Nee, ich will nicht. Halleluja. Also, hallo? Ich komme mit der Steuerung gar nicht zurecht. Also gar nicht. Ja, ich bin ja schon dabei. Slow your horse. Return to finish. Ja, wo ist das? Wo ist das Ziel? Okay. Slow your horse. Ja, return to finish. Ach, aber ich bin doch jetzt schon von beiden Seiten an. Bring your horse to a stop to finish the tutorial. Ah. Hallo. Hold. Ah, jetzt sind wir schon beim Springen. The faster you... Ich hab das jetzt... Ach Gott. Ich bin lost. Hm? Upp. Sag mal. Continue towards the finish. Also Leute, ich sag's euch, ich glaube nicht, dass ich das lernen werde. Continue towards the... Ach, zu früh. Jumping. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, wie kann man so lost sein? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Jumping, continue. Ich verstehe es nicht. Ich hab absolut keine... Hopp. Okay, jetzt sind wir beim Sprinten. Hold the speed up. Das geht so schnell. Sprint through the speed gate at above... Hold the speed up button to sprint. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen hier mal Galopp. So. Ach, turn around. Oh. Riding Academy. Congratulations, you are natural and it seems like you have an amazing bond with your horse. I can't tell you two are going to have a lot of adventures together in the future. Reward 100,000 cash. Ich war doch super schlecht. Ich konnte einfach gar nichts. Return to ranch, visit island. You have mastered the basic controls of Horse Academy and are able to access the island. Okay, visit the island, return to ranch. Visit island. Okay, was ist nun? Was muss ich machen? Meadow Downs. Also ich habe halt null Plan. Ich weiß nicht, was ich machen muss.
Es ist zwar hier ein Ring, aber der ist ja... Wie soll ich denn da hinkommen? Oh nein. Leute. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Galoppbahn. Die Grafik, muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlecht. Ah, seht ihr, ich kann hier, man kann hier die Kamera trennen. Okay, drehen aus verschiedenen Winkeln. Das finde ich natürlich cool. TV-Kamera. Wow, das ist auch cool. Top down. Okay. Jockey View. Chase. Ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Wartet mal. Was muss ich da machen? Eine Kiste? Bekomme ich da vielleicht irgendwas? Tap the pick up grains, increase. Okay. Tap to pick up grains. Ja, ich tappe doch. You picked up grains. Okay, also wir können da hier auch was sammeln. Nichtsdestotrotz, ja, weiß ich nicht so ganz, was ich machen soll. Es ist hier auch dunkel. Und ich habe das Gefühl, es wird auch immer dunkler. Keine Ahnung, was ich machen muss. Keine Ahnung. Na, schauen wir mal, wo es da hingeht, was wir machen können. Sind hier Horse Soccer, Horse Markets? Okay, also wir können die Kamera nur... Also ich kann mich da jetzt nicht wirklich ranzoomen, um das zu sehen. Kann ich da vielleicht weiter hingehen? Nee, das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Horse Markets. Event Arena. Okay, also es dürfte auch wirklich so ein bisschen eine, ja, Open World sein. Mit dem habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Aha, okay, ich kann das Licht auch einschalten. So. Ich habe hier unten auch stehen, dass es eben irgendwie auch live ist. Keine Ahnung, was das so ganz bedeutet. Es gibt auch einen Chat. Upsi, upsi, das wollte ich nicht. Die Steuerung ist wirklich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie... slow, 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 slow. Was war hier? Da ist irgendwas am Wegesrand gewesen. You picked up licorice. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das ist. So. Ach ja. Hm.
Okay, hier sehen wir es mal ganz gut. Es gibt ein Barrel Racing, Show Jumping, Dressage, Racetracks, Woodland Walks, Cross Country, Horse Soccer, Housing. Lese ich das richtig? Housing? No. Natürlich nicht. Justing. Okay, also es gibt hier auch so eine kleine... Okay, ich bin so wirklich so ein bisschen überrascht. Ich schaue mal, ich sehe auch jetzt hier oben schon, dass es hier einen Chat gibt. Is anyone here? Okay, Players. Okay, das ist unsere Map. Island Options, Players, Spawn Points und You. Okay, ich bin hier. Glacier is exhausted. Watch a video, return to Ranch. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu Ranch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das schaut wirklich nicht schlecht aus. Ich bin total überrascht. Ich habe mir jetzt was ganz anderes eigentlich darunter vorgestellt. Ranch Tour. Dann machen wir doch mal schnell diese Ranch Tour. Here's a brief guiding around all the various buttons you see on your ranch. You can exit this guide at any time by hitting the red button in the top right of this window. Press next to begin. Compete screen. Competitions are the main way of leveling up your horses within the game. Use this button to compete in events with your horse. Also ich sollte das vielleicht nicht in Englisch vorlesen. Könnt ihr alle Englisch? Oder soll ich es lieber auf Deutsch übersetzen? Nun, also hier haben wir halt jedenfalls den Reiter, wo wir zu den Competitions kommen, also zu den Veranstaltungen. Und das ist halt sozusagen der Hauptweg, wie man sein Pferd leveln kann im Spiel. Und wenn wir halt den benutzen, können wir eben ihn bei Veranstaltungen, Turnieren teilnehmen. Horses. Dort ist... also das sagt jetzt, das wird der Hauptbutton sein, den wir hier auf der Ranch brauchen, um unsere Pferde zu organisieren. Diesen Button benutzen wir, um uns eben die Pferde anzuschauen, um zu züchten. Wir können auch züchten in diesem Spiel. Kaufen, verkaufen, trainieren und eben managen. Wow, okay. Character Customization. Also unseren Charakter sozusagen anpassen. Okay, da können wir uns eben verschiedene Kleidung anziehen. Okay, und das Geschlecht von unserem Charakter wird eben angepasst an den Jockey, den wir eben sozusagen für uns anheuern. Assessing the Island. Das ist der erste Button mit Ride. Da können wir uns dann ein Pferd auswählen für die Insel. Okay, also das heißt, wenn wir dann mehr Pferde haben, können wir uns da das Pferd dann auswählen. Cash. Wir können eben Geld verdienen, indem wir an Veranstaltungen teilnehmen bzw. Pferde verkaufen. Und der schnellste Weg, um an Geld zu kommen, ist es über Jobs. Da gibt es dann anscheinend eine Jobtafel, wo wir eben uns eintragen können oder halt schauen können, welche Jobs wir machen können. Training horses for other players pays well. Okay, also wir können auch andere Pferde trainieren, also für andere Spieler. Und das soll anscheinend auch einiges an Geld bringen. Okay. Dann gibt es noch die Academy Dollars.
Okay, das ist jetzt die, das können wir kaufen. Ich vermute jetzt mal wahrscheinlich mit Echtgeld kaufen. Für bestimmte Vitamine, fürs Züchten im Futter und um eben Zubehör fürs Pferd auch zu kaufen. Loyalty Points. These are earned when you buy Academy Dollars for real money. Okay, da steht es jetzt eh. Also die Academy Dollars, die wir davor hatten, müssen wir mit Echtgeld kaufen. For every 5 Academy Dollars, you earn one Loyalty Point for every 5 Academy Dollars. Also für jeden Academy Dollar, den wir mit Echtgeld kaufen, bekommen wir hier also wir bekommen für 5 Academy Dollars bekommen wir einen Loyalty Point. Sagt jetzt allerdings nicht, was wir mit diesen Loyalty Points dann im Endeffekt machen können. Hier ist hier Ranch, also hier ist unsere Farm und die können wir noch erweitern, indem wir weitere Gebäude bauen. Und hier können wir das dann eben auch das Aussehen verändern. Great job! Okay, der fragt uns jetzt nochmal, um das Rennen zu lernen. Es gibt eben viele verschiedene Buttons, die uns helfen werden. Und wir sollen einfach probieren sozusagen. Hier haben wir wieder jetzt einen Reward bekommen von 500.000 Cash. Okay. Klingt ganz gut. Okay. Ja, meine lieben Leute, ich würde sagen, fürs Erste mache ich hier einmal Schluss. Und ich würde sagen, ich schau mal, wie es euch gefällt, was ihr davon haltet. Vielleicht kennt ihr das Spiel auch und könnt mir auch schon so ein bisschen mehr erzählen, wie so der Spielverlauf ist, ob es gut ist, ob ihr es nicht so gerne mögt. Und dann werde ich einfach mal entscheiden, ob wir so ein bisschen weiter einsteigen in dem Spiel oder eben nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, also ich finde es ja auf den ersten Blick jetzt mal gar nicht so schlecht. Ich bin sogar ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte mir da jetzt ganz was anderes drunter vorgestellt und bin wirklich überrascht, dass es doch recht umfangreich aussieht, was ich eigentlich mal ganz toll finde. Aber wie gesagt, im Endeffekt überlasse ich es euch und würde sagen, ihr schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und mir bleibt eigentlich dann nur mehr zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt, passt auf euch auf und habt einen ganz, ganz schönen Tag, Zeit für euch und ja, ihr wisst, ich freue mich über ein Like, ein Abo hier auf YouTube und natürlich auf Instagram und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles, alles Gute, eure Ada Breezeflower. Bye, bye.